So, mittlerweile 13:56 Uhr, 14:59 Uhr, also in einer Stunde und 3 Minuten auf dem Hof. Und ja, was soll ich sagen, die Bude, die waren da echt in Ordnung. Das ist auch eine Spedition gewesen. Und die waren da einfach freundlich. Da haben sie, ja, die mich da abgeladen haben, da waren eigentlich Auszubildende zum Berufskraftfahrer. War so ein bisschen pikiert, so von wegen, hat ihn ins Lager gesteckt. Aber ich habe dem Jungen erklärt, dass er noch öfter da so arbeiten mit Hubwagen und dergleichen wird durchziehen müssen. Ne? Gehört einfach dazu. So ist das halt als LKW-Fahrer. War aber ein netter Bursche. Sehr respektvoll. Hat mich gesiezt. Muss jetzt nicht sein. Lege ich jetzt irgendwie keinen Wert drauf. Also er dürfte mich auch so ein junger Kerl duzen. Aber es zeugt davon, dass er eine ganz ordentliche Kinderstube genossen hat, sag ich mal. Er war, keine Ahnung, Autoführerschein schon gehabt. Vielleicht war er 20 oder was. Also ich, ja, hätte sein Vater beziehungsweise auch sein Opa sein können. Ja, aber jetzt haben wir alles geschafft. 75 Kilometer, eine Stunde noch. Und dann, ja, ich sag mal drei, bin ich halb vier, Viertel vor vier zu Hause. Eine Stunde besser als geplant, also als ich so durchgerechnet habe. Ja, schon so zu meiner Frau gesagt, pass mal auf, das kann 5 Uhr werden. Jetzt hoffe ich mal, dass der Stau nicht mehr ist. Da war ja Stau eben auf der Bahn. Ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, inwieweit die Kamera noch aufgezeichnet hat, weil da war der Strom plötzlich alle. Das habe ich erst gemerkt, als ich dann da angekommen bin. Aber das war auch ein echtes Drama. Also das war mein drittes Loch heute, meine dritte Rampe. Und wie es manchmal so ist, bei der Rampe hat das einfach nicht gefunzt. Ey. Ich habe mir einen abgekurbelt. Wie so ein Anfänger, ey. Echt. Aber manchmal da stimmt das irgendwie schon im Ansatz nicht oder keine Ahnung. Irgendwie habe ich das halt nicht gut hingekriegt. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, oder? Oder ist das nur, nee, ist nur die Ampel. Ich dachte jetzt schon, das staut sich von der Autobahn so dermaßen zurück. Das wäre ja ganz böse. Jetzt sieht er ihn wieder nicht. Ja, jetzt hat er ihn gesehen und dann muss er natürlich umso mehr in die Eisen gehen. Das ist doch manchmal zweifle ich am System. Die hatten sehr viele E-LKWs dort. Was macht er denn jetzt? Was ein Stunt, ob das jetzt wirklich nötig war oder ob ihm das Nach wirklich was 400 bringt. Metern biegen Sie links ab, A5, B451 Richtung Kassel. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Paar Igelreste hier auf der. Nee, 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 nix Igel. Scheiß Waschbär. Kleiner Waschbär, du. Total plattgewalzt. Die haben wirklich Nahverkehr und auch, ja, was heißt Fernverkehr? Also Seilzugmaschinen elektrisch gehabt, als auch Zweiachser, so für Nahverkehr. Boah, und dann hat der eine, hat sich ein bisschen unterhalten mit einer aus dem Büro, war auch eine ganz attraktive so. Und dann hat der Gas gegeben mit dem E-LKW. Also der hat dermaßen beschleunigt, das ist zwar nicht mehr feierlich, aber man sollte Nach bedenken, 200 Metern biegen Sie links ab, dass A5, B451 Richtung Kassel. Dann fahren Sie auf die Autobahn. geht natürlich voll auf die Reifen. Ne? Also ich bin mal gespannt, wie das so. Ich weiß nicht, es fehlen ja echt noch viele Biegen Sie links Erfahrungswerte. ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. Ja, ich glaube, du kannst jetzt auch die Klappe halten. Ich brauche dich nicht. So.
Du bist sowieso nicht ganz auf dem Level mit den Staus und so. Nee, also das wäre ja mal interessant, wie lange halten die Reifen auf so einem E-LKW, ne? Die Antriebsräder jetzt wohlgemerkt. Vor allen Dingen, wenn die Leute solche Sachen machen, wie mal ordentlich Gas geben. Wenn man jetzt natürlich nur ganz seicht anfährt, ne? Okay. Dann mag das jetzt kein Problem sein, aber. So, jetzt hoffe ich mal, dass da, ich weiß nicht, da kommen welche runter, aber ich hoffe einfach mal, dass da kein Stau ist. Und wenn da Stau ist, naja, dann ist das so. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Wir werden es ja sehen. Ja, da ist natürlich Fettstau. 6 Kilometer oder was. Ja, und die kommen alle runter. Was ein Mist, ey. Was ein Mist. Das ist doch ein Shit, ey. Er denn jetzt hier, der Bus? Was ein Klon, ey. Was soll das denn, ey? Ja, bis Reiskirchen soll der Stau gehen, ne? Super. Viele fahren ja schon runter. Ja, das wird wohl länger dauern. Wisst ihr was? Solange der Stau ist, hänge ich euch noch mal weg. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ihr seht selber hier Vollsperrung, nichts geht mehr. Absolut nichts. Es ist zum Kotzen, ey. Und das ist alles nur, weil das Navi eben keine anständigen Ansagen mehr macht. Dann wäre ich nämlich gar nicht auf die Bahn gefahren. Da hätte ich das Ding weiträumig umfahren. Wir stehen hier alle endlos. Ist einfach zum Heulen. Stehe schon eine Dreiviertelstunde. Kann aber noch länger dauern. Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Öl ausgelaufen, Feuerwehr ist hier durchgeballert. Wenn Else richtig arbeiten würde, so wie gewohnt, dann hätte sie mich gar nicht auf die Autobahn geschickt. Dann wären wir nämlich schön Fernwald einfach weitergefahren über die Landstraße, hätten den Mist umgangen und alles wäre gut. Aber jetzt ist gar nichts gut. Jetzt bin ich einfach nur noch stinksauer. Wirklich stinksauer darauf, dass das Ding. Ne? Was sagt er jetzt? Ich hatte eigentlich eine Ankunft von kurz nach 3. Jetzt, ja, wie man sehen kann, ist jetzt die Ankunft. Es hat sich hier an den 57 Minuten Fahrzeit, die ich noch bis auf den Hof habe, nichts geändert. Stehe schon eine Stunde. Fast eine Stunde. Und wie gesagt, nur weil Else eben keinerlei Angaben mehr macht. Ach, ich hänge mich wieder weg, ey. Ja, der ruft, ey. Da kommt da hinten, kommt der nächste. Ja, super, ey. Leute, ich stehe schon 1 Stunde 20 in der Scheiße. Gerade sind hier welche von der Straßenwacht durchgefahren. Ich denke mal, boah, es ist eine sehr harte Geduldsprobe, das sage ich euch. Ganz hart. Ganz harte Geduldsprobe. Mann, 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 Mann. Kommt jetzt der, ich glaube, der vierte Abschleppwagen durch.
fünf Abschleppwagen, leck mich doch auf Fett, ey. Meine Fresse, ey. Fünf Abschleppwagen, Feuerwehr, ey. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Der absolute Wahnsinn, ey. Ja, wir rollen wieder, aber wie weit ist die Frage? Wir rollen jetzt, ja, anstatt um 15, 16:34 anderthalb Stunden hier gestanden, aber irgendwie ist das noch nicht so richtig, wenn ich das mir hier so anschaue. Ich glaube, wir müssen eventuell auch runter von der Bahn. Könnte ich mir gut vorstellen. Der Bus, der ist auch eiskalt gewesen. Er hat die ganze Zeit den Motor laufen lassen. Aber wirklich gnadenlos die ganze Zeit den Motor. Ich meine, klar, damit seine Leute da klimatisiert sind, wenn er welche drin hat. Hat er welche drin, kann man gar nicht erkennen. Auf jeden Fall hat er die ganze Zeit die Maschine durch. Nein, das sieht eigentlich eher leer aus. Die ganze Zeit die Maschine durchlaufen lassen, ey. Die Leute schon ausgestiegen, herumgelaufen, hey, alles gemacht hier. Oh, ganz moderner Bus mit Kameras. Er hat sogar zwei Kameras. Naja, er hat mal schön den Motor laufen lassen. Er war ihm scheißegal. 56 Minuten noch bis nach Hause. Wenn es laufen würde, es läuft aber nicht. Halb fünf, ey, anstatt drei, halb fünf, ey. Aber ich sehe das immer noch nicht, dass ich um fünf zu Hause bin. Ey. Ja, meine Frau hat gemeint, sie geht mit den Hunden raus, ey. Bleibt ja nichts anderes übrig. Es ist einfach zum Winseln, ey. Und das Ganze nur wegen dem Scheißding. Ich hätte die Scheiße umfahren. Ja, selbst wenn es gedauert hätte, ich hätte die Scheiße umfahren. Aber wenn das Ding das nicht mehr auf dem Schirm hat, dann zeigt er dir auch keine Alternativrouten an. Dann ist einfach nur Scheiße. Ich weiß nicht, ob sie den ganzen Verkehr ableiten. Sie zeigt auch nicht wirklich Alternativrouten an, sondern das ist jetzt so, wenn du jetzt runterfährst, probiert sie erstmal eine ganze Weile, dich immer wieder zurückzuschicken auf die Autobahn. Auch wenn da hier so ein Stau ist, das weiß sie dann in dem Moment nicht. Und ja, jetzt fangen sie wieder an rumzuspringen hier. Mein hier, wer weiß, wie gut dann vorwärts zu kommen. Es ist doch krank, ey. Die kommt aus Gießen, die hat sich das auch anders vorgestellt, ey. Aber wie gesagt, mir wäre das gar nicht passiert, wenn das Ding so arbeiten würde wie früher. Da wäre mir das nicht passiert. Dann wäre ich eben weiträumig drumherum gefahren. Ja, hätte auch Zeit gekostet, aber egal. Aber immerhin wäre ich gefahren. Jetzt ist hier echt...
Mann, 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 Mann. Ich weiß gar nicht, wo jetzt, man weiß ja nicht, wo der Unfall passiert ist, ob das kurz vor Reiskirchen ist oder jetzt kommt der nächste von der Straßenwacht, nochmal zig Fahrzeuge, das ist kein gutes Zeichen, da werden die wahrscheinlich zumachen und ableiten. Ja, also ich kann jetzt sehr weit sehen, sehr weit hier runter sehen, also den Berg runter. Und da sehe ich noch nichts von Unfallstelle. Ach, hier sind noch mal welche zusammengerammelt oder was. Oder verreckt. Naja, das gibt es auch noch. Gerade rechts war ein verreckter Wagen. Hier jetzt ein verreckter Wagen, wo sie drumherum fahren. Ey. Boah. Göttingen. Ja, bis der Hilfe kriegt, ey. Kann er lange warten, ey. Kommt ja gar nicht hin. Im Grunde müsste er die Karre rechts ranschieben. Ja, hallo. Ja, Schatzi, ich bin schon wieder rein. Wir haben guten Dank gemacht. Sehr schön. Und ich lese weiter aus Hessen News, Auffahrunfall, 28 Personen, darunter 7 Kinder betroffen. Da wo du jetzt stehst, vollgesperrt. Ja, ja, hier ist Feuerwehr, Krankenwagen, weiß ich nicht, die Krankenwagen sind nicht so viele durch, aber ich sag mal so, hier sind 4 Abschleppwagen durch. 4 oder, nee, 5 sind durch. Ich kann jetzt den ganzen Berg runter gucken. Sehe aber immer noch keine Unfallstelle. Die muss die muss noch weiter voraus irgendwie sein. Also kurz vor der Abfahrt Reiskirchen. Ich habe den. Aber keine, die ins Krankenhaus muss, musste keiner der Verletzten ins Krankenhaus zum Leichtverletzten. Ach so, ja. Sie haben mal wieder der Verkehr von der Autobahn abgeleitet. Ja. Gut, ja, bis später, ne? Das schneide ich dann bis raus. Irgendwann. Ja, hallo Leute, ich grüße euch zum wiederholten Male. Wir rollen wieder schon, ich roll schon einige Minuten wieder. Hab, was weiß ich, auch mit meiner Frau telefoniert, meinem Kollegen telefoniert. Ich musste mir einfach mal bei allen möglichen Leuten ein bisschen Luft machen. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach zum Rollen. Guckt euch das an, kein Auto da, ne? Und dann eben waren überhaupt keine LKWs und trotzdem Überholverbot für LKWs. Ja, anstatt 15:05 Uhr oder 4 war ja meine ursprüngliche Ankunftszeit, haben wir jetzt 17:09 Uhr. Und dann muss ich ja noch rückwärts reinstellen, absatteln, den anderen Auflieger aufnehmen, die Papiere hinten rausholen und dann die Karre nochmal umdrehen und mit der Schnauze an den Zaun stellen. Das wird auch noch mal dauern, also ich denke mal so 18 Uhr werde ich zu Hause sein. Ja, 18 Uhr wohl. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin gar nicht sauer, weil jetzt der Unfall passiert ist. Das passiert nun mal. Bin auch nicht sauer wegen der Vollsperrung.
Nein, ich bin in erster Linie sauer wegen dem Navi, was nicht mehr die Funktionen hatte, die ich noch bis zum 1.7. hatte. Eben mit, dann hätte mich Else, wie gesagt, gar nicht auf die Autobahn geschickt. Die hätte gesagt, fahr geradeaus, immer weiter und hätte mich schön drumherum geführt. Aber diese Funktion habe ich leider seit Wochen nicht mehr. Und wenn nichts passiert, ist es ja okay, weil die Wege, also wo ich hin muss, zeigt mir das Navi noch vernünftig an. Damit kann man noch arbeiten. Aber naja, das andere fehlt mir. Ja, ist irgendwie. Ja, wir haben noch 30 Minuten, die nehme ich euch mit bis nach Hause. Wir fahren auch Alsfeld-Ost raus, weil es hier so voll, das kann nur wieder am Kirchheimer Dreieck Rückstau geben. Deswegen werden wir Alsfeld-Ost rausfahren, auch wenn wir das gestern schon getan haben, aber egal. Fahren wir noch ein bisschen Landstraße. Zum Glück hatte ich ja noch Apfelschorle dabei und Mineralwasser im Kühlschrank. Aber das ist jetzt alles weggeschrubbt. Auch von meinem Proviant habe ich reichlich weggezehrt. Ja, dafür war das jetzt wieder. Das war wieder der beste Beweis dafür, dass man gut daran tut, wenn man so ein Zeug dabei hat. Denn dann kann man sich diese Vollsperrung wenigstens noch versüßen. Ja, draußen mittlerweile 27 Grad, so, aber hier drin 24 Eco-Klima, also angenehm.28 Personen waren in dem Unfall involviert. Also wie gesagt, mehrere Fahrzeuge, insgesamt 28 Personen, davon 7 Kinder, aber niemand musste ins Krankenhaus irgendwie. Das hat alles meine Frau aus dem Internet rausgelesen. Aber kann man sich schon vorstellen, wenn man so 4 Leute pro Auto, da wären schon 7 Autos, werden das schon gewesen sein, ne? Ja. Nee, Quatsch, 7 Kinder, 21, sagen wir mal 4. Ja, ich habe ja gesagt, 5 Abschleppfahrzeuge, 5 Autos. 5 Autos reichen ja. Nee, reichen nicht. Ja gut, außer die sind in dem einen oder anderen zu 5 drin gewesen. Also 3 Kids hinten oder 3 Leute hinten, 2 Leute vorne. Also mit 5. Ja, irgendwie in dem Dreh, ist aber auch scheißegal, ey. Boah, ich bin so ein bisschen ausgelaugt jetzt. Boah, hier kommt er wieder, ey. Was ein Biest. Niesmann und Bischof, ja. Das sind natürlich die Edelteile. Oh, Porsche aus Schweden. Guck, da vorne ist alles leer, ne? Aber irgendwie knubbelt es sich jetzt hier, ey. Keine Ahnung warum. Dabei überholt gar kein LKW, aber irgendwie. Und wenn man guckt, wie die fahren, was die für Abstände haben, da braucht man sich nicht wundern. CD, oh, Diplomatenkarre hier vor uns. GE. Was soll das sein? GE. Georgien. Diplomat aus Georgien.
Boah, es sind nur noch Meter. Dann sind wir hier raus aus der Geschichte. Kokon. Einige machen schon lustige Sachen mit ihren Nummernschildern. Ja, jetzt, ich sag mal, jetzt müsste der Akku bis zu Hause halten. Dann muss ich das ganze Material. Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Bis ich das alles online habe, ey. Ja, ich werde aber nichts anderes machen, als das Material sortieren. Bisschen zusammenschneiden, ein paar Sachen muss ich da, ja, muss ein bisschen mehr bearbeiten als sonst, also auf so einer normalen Gaggenauffahrt. Da muss ich in der Regel nichts machen. Hier in letzter Zeit sogar nicht mal mehr großartig Anfang und Ende, das passt gut, zack, schwuppdiwupp, hochgeladen und fertig ist der Lack. Es läuft ja, aber das kann auch täuschen. Wir fahren raus, wir fahren raus. Ich habe die Schnauze so voll hier von der Autobahn. Wir fahren raus. So. Ah, hier Jeckel Textil. Die habe ich oft nachts, ja, entweder überhole ich sie oder sie mich, je nachdem. So, jetzt wollen wir mal gucken. Und durchziehen. Durchziehen. So, das haben wir schon mal gut hingekriegt. Oh, er aus Göttingen mit roter Nummer. Er hat auch bestimmt im Stau gestanden. Jetzt muss er erst mal pinkeln gehen. Leute, seht zu, dass ihr mit dem Spiegel innerhalb eurer Linien bleibt. Ja, das ist ja auch hier total komisch, was die hier machen. Haben sie Baumaschinen, haben sie da hinten auf dem Feld hingestellt. Ja, ist schon merkwürdig. Sehr merkwürdig. Schön im Überholverbot, der Kollege hier. Aber okay, was soll's, ist ja sein Bier. Und hier ist das Überholverbot nicht wegen Verkehrsregulierung, nein, weil es einfach gefährlich ist. Du siehst doch nichts. Du siehst doch gar nicht, wenn da einer kommt. Naja, und er fährt 75, also ob jetzt, jetzt fährt er 80. Wollte gerade sagen, ist doch auch nicht. Macht den Kohl auch nicht fett.
Also ich meine, eine weiträumige Umgehung des Problems, natürlich, das hätte auch Zeit gekostet, aber vielleicht eine halbe Stunde. Wenn es ganz dumm gelaufen, vielleicht eine Stunde, aber nicht zwei. So habe ich jetzt zwei da drin gestanden. Nein, glaube ich nicht. Halbe Stunde vielleicht. Halbe Stunde würde es länger dauern, wenn man jetzt woanders hergefahren wäre. Ja. Ah, er macht hier schön sauber. Ihr seid noch da, ja. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Ach, Pferde, irgendwas mit Pferde. Pferde. Und die hacken Porsche. Die Mutti. Und die Tochter mit hacken Porsche. Mann, die. Die wollen wohl los. Mit ihrem Wohnwägele. Fahrbahnverengung, wo haben wir denn hier die Fahrbahnverengung? Ich bin ja auch mal gespannt, wann das bei uns hier wie läuft mit der Glasfaser im Dorf. Bis jetzt ist da nichts, ne? Und die Telekom hat uns ja angesprochen, also da war ja vorher ein anderer, ich habe das ja in vergangenen Videos mal erzählt, am Ende, wie soll ich sagen, der ist da, wollte uns immer anwerben für TNG, haben aber am Ende dann nicht abgeschlossen. Und da wurde er dann sogar schon ein bisschen pumpig. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Und ja, und dann haben wir das jetzt gemacht bei der Telekom halt. Und die haben eigentlich gesagt, am Mitte des Jahres soll es losgehen. Das ist auch gar nicht, der Witz ist ja der, bei uns ist so ein Kasten. Ja, die das Video gesehen haben mit dem Dorfrundgang, wissen, man geht bei uns da raus aus dem Haus und dann über so eine kleine Brücke. Und hinter der Brücke rechts, da ist der Verteilerkasten. Ab da, also ich bin sicher, dass da Glasfaser schon anliegt. Und ja, das sind noch ein paar Meter zu unserem Haus, das wäre nicht weit. Und die brauchen im Grunde nur durch dieses schmalen Streifen Vorgarten, da können sie von meinem Gutdünken ruhig einen Graben machen, ziehen halt da durch, mal ein Loch in die Hauswand rein, in dieses, in Anführungsstrichen, große Wohnzimmer. Da ist jetzt auch die Telefondose und den Rest mache ich dann im Haus innen verteilen, das machen wir dann selber. Nein, aber der Platz ist schon gut. Das ist der kürzeste Weg, um ins Haus zu kommen. Gleich fahren wir wieder am Fischbrötchen vorbei, aber bei uns gibt es morgen Fisch. Wir mussten auch ein bisschen den Speiseplan so, ja, der Untersuchung, die meine Frau da nächste Woche hat, ein bisschen anpassen. Und die findet ja jetzt auch nicht am Dienstag, sondern sogar schon am Montag statt. Muss man sich mal vorstellen. Na, ein bisschen heiser schon, weil ich mich so aufgeregt habe. Also die war ja dort und als sie dann da wegkam, dann sagt sie, oh, die sind total unfreundlich gewesen und so weiter. Aber was glaubt ihr wohl, als sie jetzt angerufen haben bei uns und gefragt haben, ob es okay wäre, ob meine Frau auch einen Tag eher kommen könnte, gesäuselt haben die, ja.
kackenfreundlich auf einmal. Jetzt, wo sie was wollten, ja, wo sie was von ihr wollten, denn sie hätte ja auch sagen können, nö, ich habe mich jetzt auf Dienstag eingestellt, 11 Uhr, basta. Nein, aber sie wollten jetzt gerne, damit sie schön, ja, damit sie keine Lücke haben, weil irgendjemand wohl abgesprungen ist, haben sie es einfach mal probiert. Nach welchen Kriterien die da vorgegangen sind, so wen sie da ansprechen, weiß ich nicht, ob sie geguckt haben, wer ist hier Rentner oder was, ich weiß es nicht. Ja, hier sind wir ja wieder in dem Dorf mit der Westernstadt. Und habe ich heute noch mit meinem Kollegen darüber gesprochen. Da hat er gemeint, ah ja, da wollte er auch schon immer mal hingehen. Und ich habe ihm gesagt, das lohnt sich. Also das, da gibt es schon was zu gucken. Die haben da schon richtig was auf die Beine gestellt. Wir waren ja mal einmal da. Als niemand da war, also da ist dann alles geschlossen, wenn da ein bisschen was los ist, dann gibt es da auch zu trinken, zu essen, Bratwurst, Grill und so. Und manchmal machen die da richtig so ein Fest halt. Da wird es, denke ich mir mal, sogar vielleicht sogar schon richtig voll sein. Ne? So, wir haben noch 17 Minuten. Nochmal einen ordentlichen Hieb trinken. Ja, ich glaube, jetzt muss ich alle Vorräte, die müssen jetzt hier erneuert werden. So, wir rauchen jetzt das berühmt-berüchtigte Feierabend-Kippchen. Ja, ist schon wieder in Anführungsstrichen recht, ja, kann man schon sagen, ziemlich kurzes Wochenende. Ne? Wenn, ich sag mal, an normalen Wochen, sonst freitags mit Gaggenau, da bin ich um 13 Uhr zu Hause gewesen. Das sind 5 Stunden, die jetzt, ja, die ich weniger Wochenende habe. Wir haben oft freitags noch mal ein paar Sachen gemacht. Ich habe ein paar Besorgungen erledigt oder so, sodass ich dann Samstag halt den Rücken frei. Oh. Ich stelle gerade fest, ja, ich stelle hier gerade fest, dass die Mikros stromtechnisch down sind. Das habe ich aber noch nie geschafft. Aber ist so. Okay. Gut. Dann haben wir nur noch normal hier den Ton. Also, ich kann das abstellen. Das bringt jetzt nichts mehr. Habe ich noch nie geschafft, die Mikros leer zu powern. Aber okay, ich hatte die eben die ganze Zeit an. Weiß gar nicht, wie der Ton so ist, aber ich bin ja ziemlich nah an der Kamera. Man müsste eigentlich noch was hören. Die Nebengeräusche könnten natürlich anders sein jetzt. Aber jetzt ist mir das sowas von egal. Wir fahren ja uns noch 11 Kilometer, 14 Minuten und da muss das jetzt mal so gehen. Hätte jetzt fast gesagt, ein bisschen müsst ihr auch leiden. Nein, Quatsch. Wow, 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 wow. Du Schädel, du. Habt ihr das gesehen, wie der da rauskam? Der war doch wohl krank im Kopf, ey. Ja, so was fehlt mir noch, hey, jetzt auf diesen Mist oben drauf, jetzt noch irgend so ein Idiot und dann eine Rammelei. Und boah, dann, ich glaube, dann nehme ich den Schlüssel und schmeiß den in eine Wiese und gehe zu Fuß nach Hause.
Mann, 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 Mann. Ah, hier haben sie ja was vor. Boah, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, da liegt wieder. Was ist das denn? Ach, der hat sein Bein da draußen. Ich dachte, der hat irgendwie vorne zwei Rechte. Also, das sah ganz komisch aus. Naja, aber nochmal zurück. Ich habe ja schon mal letztens erzählt, als ich damals meinen ersten Hund mir zugelegt habe, einen Rottweiler, habe ich ja plötzlich überall auf der Straße Rottweiler gesehen. Ob das heute noch so wäre, weiß ich nicht, weil naja, der Rottweiler ist ja auch durch Verbote in bestimmten Bundesländern stark zurückgedrängt worden. Nein, aber es geht immer darum, man beschäftigt sich mit irgendeiner Sache und plötzlich sieht man das. Und im Moment geht es mir so, ich sehe überall Wohnmobile, Campingmobile. Ich meine, es sind natürlich auch momentan sehr viel davon auf der Straße. Na, ist klar, es ist Urlaubszeit, Urlaubssaison. Na, wir sind immer so ein bisschen hin und her. Da sind natürlich schon mal so kleine, ja, Berichte von Leuten auf YouTube, die, naja, die sich im Wohnmobil zugelegt haben, aber dann ist hier letztendlich die Sache voll in die Hose gegangen. Ne? Da waren Schweizer, die haben sich ein Oldie-Wohnmobil, so einen alten 608, in Deutschland gekauft. Ja, um dann feststellen zu müssen, dass sie den in der Schweiz überhaupt nicht zulassen können, ja. Und dann haben sie noch irgendwie auch Geld beim Zoll bezahlen müssen, so auf jeden Fall. Ende vom Lied war, dass sie 6.000 Euro in Sand gesetzt haben. Na, das ist natürlich eine Sache, da möchte ich nicht, dass mir die passiert. Man lernt auch vieles dadurch, worauf man zu achten hat. Ne? Mit Feuchtigkeit und all so Gedöns. Und dass man, ja, dass man wirklich, glaube ich, sich viel Zeit nehmen muss, wenn man sich so Dinger anguckt. Man sollte natürlich, damit man nicht, wer weiß, wie viel Zeit dabei verbrät, eventuell schon im Vorfeld vieles klären und nur dahin fahren, wo man wirklich meint, das lohnt sich. Ja, und dann eben sich viel Zeit nehmen. Am besten wäre noch, die Leute sind bereit, dass man mit der Karre zu einer nächstgelegenen Werkstatt fährt. Okay, das kostet Geld, aber das ist eventuell gut angelegt. Weil so, na, die sehen vielleicht dann doch noch mehr oder prüfen dieses und jenes, wo unser eins gar nicht dran denkt. Und da gibt es so viele Sachen. So viele Dinge, die man da bedenken muss. Manchmal sind ja so selbst ausgebaute Dinger richtig gut, aber es ist natürlich immer eine sehr individuelle Geschichte mit der Verkabelung und so. Und da ist natürlich die Frage, hat derjenige da wirklich Plan von gehabt, hat er das sauber gemacht? Hat er das richtig gut gemacht? Ja, man weiß es, also schwierig zu beurteilen. Also ein neues werden wir auf jeden Fall nicht holen. Dafür habe ich jetzt einfach zu viel Negatives gehört. Nein. Es muss baujahrmäßig auf jeden Fall vor der Corona-Zeit liegen. Und auch mal schauen, wie das überhaupt sich preislich jetzt entwickelt, wenn die Dinger nicht mehr gehen. Da muss man nämlich auch mal gucken. So, mal durchlüften hier den Vogel. Ich glaube, genau. Salbein kommt auf den Schiff von meinem Hals. Genau. Ja, ich hoffe, das ist hier noch was mit dem Ton. Also die Kamera müsste bis zum Ende durchhalten.
frische Kartoffeln. Ich wollte gerade sagen, komm, Junge, lass es sein, ey. Ich dachte, hätte er doch im Leben nicht geschafft, mit, hätte ich ihn mit seinem Fifi platt gefahren, ey. Ja, das. Das wär's noch gewesen, ey. Echt, Mann. Oh, nee, wir machen hier schön Dach da. So erlaubt ist, was er hier macht. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil mit den Gabeln, naja gut, er könnte sagen, die Gabeln sind ja abgedeckt oder was. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ja, auch schon die Bude zu. Vielleicht treffe ich wieder unseren Teilzeitdisponenten, der arbeitet immer nur von 15 bis 20 Uhr oder was, 5 Stunden. Und ich komme in der Regel so gut wie nie nach 15 Uhr rein. Und ich habe ihm mal gesagt, also ich habe gesagt, das ist jetzt, hat mit dir nichts zu tun, ist auch nicht gegen dich gerichtet. Ich sage, aber wenn ich dich sehe, habe ich zu ihm gesagt, da habe ich immer einen dicken Hals. Weil ich dann einfach total spät reinkomme, weil irgendwie was wieder völlig daneben gelaufen ist. Ey. Und wenn er mich jetzt immer sieht, weil jetzt, wann war das? Ja, letzte Woche, glaube ich, da am Donnerstag oder Freitag da. Genau, da bin ich nämlich gerade vom Hof gefahren, da kam er angefahren, er sieht mich, er hat nur gegrinst, ey. Weil er musste bestimmt wieder sofort an meinen Spruch denken. Wenn ich dich sehe, habe ich einen dicken Hals. Wenn der Ton jetzt Asche ist hier auf den letzten Kilometern, weil es halt so ist mit dem Mikro, ne, wir haben eben den ganzen Strom verballert, dann ist das so. Am Montag gibt es wieder ein neues Video. Da muss ich mal gucken. Vielleicht drehe ich auch nächste Woche mal ein bisschen kürzer. Mach nur Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag muss man halt sehen. Aber lass den Dienstag mal aus. Da hatte ich ja ein extra Video. Das ist sowieso nicht gut gelaufen. Also fand ich jetzt nicht so toll. Ich bin ja jetzt nicht, wer weiß, wie drauf fixiert. Aber es ist mir natürlich schon eine Freude, wenn ein Video gut läuft. Zum Beispiel, ja. Ich habe einen dicken, oder der Hals ist dick oder was, das Ding, das ist gut gelaufen. Sind oft immer die, wo so negative Titel sind. Ne? Wenn ich sage, ist scheiße gelaufen oder sonst was. Ja, genau. Schauen wir mal, was das für ein Titel geben wird. Den habe ich ja noch nicht. Aber so was wie, ja, ich glaube, da muss das Wort Katastrophe rein. Oh, Engländer mit BMW. Ja, muss ich ja noch mein ganzes Gerödel zusammenpacken. Aber erstmal, ja genau, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich werde... Ich werde absatteln. Und dann... der Zugmaschine nah an mein Auto fahren, alle Klamotten rein und dann noch den die Sache machen mit dem Auflieger für Montag. Schauen wir mal, wie der Spritpreis hier ist, ne? Aber ich sehe schon in der 60er. Wenn ich
ich doch mal gestern tanken sollen. 1,63. Na, das ist nicht schön. Aber vielleicht geht er ja am Wochenende im Dorf nochmal runter. Wer weiß. So, ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, sage, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.